Willkommen zurück, wir sind wieder bei Final Fantasy VII Remake. Schön, dass ihr dabei seid. Wir waren auf der Bank, wir haben Items gekauft, wir haben die Schallplatte. Wir müssen jetzt Richtung Boss. Von da kommen wir, also wird er wohl hier hin drin stecken. Ob wir ihn schaffen, ist eine andere Frage, weil... ja, wir, glaube ich, ein bisschen schwach auf der Brust sind. Aber gut, wir können es nicht ändern. Also dann, auf ins Vergnügen! Bin noch am Überlegen, ob... mit den Beschwörungen, die können wir hier bestimmt. Der Schokobo, den wir neu gekriegt haben, hier das Richtige ist, bezweifle ich. Erstens sieht das hier sehr eng aus. Wie soll der rankommen? Und der macht Luft. Seht doch! Oh, das ist doch Direktor Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Marco in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss, aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen, welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Marco wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung! Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Marco fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein, Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Marco stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei! Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Ratten! Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt, bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann mal so frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack! So, die Vorstellung hat begonnen. Oi, war aber echt zu vermuten. In den Hauptrollen die Feinde mit Gas Avalanche. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Niemals. Ich hasse sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud! Träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Cloud, alles klar? Ja. Okay. Und bei euch? Alles im grünen Bereich. Das Feuer soll euch frei. Weg da, okay. Kannst du dich nicht mehr bewegen, Cloud? Wer hat das drum? Tiefer, ne? Kurz wird sich nach oben gucken. Aber mal gucken. Magie. Blitz. Ja, sehr schön. Hau rauf. Bringt mir die Köpfe zum Rauf. Okay, bringt nicht viel. Aus dem Weg!
Das heißt, Shinra will einen Krieg anzetteln. So, du bist am Zug. Es geht los. Hier geblieben. So, erstmal, Chakra brauchen wir aktuell nicht. Wir probieren mal Entfesselung. Und jetzt hau rum. Sehr schön. Und nochmal. Gleich nochmal. Entfesselung. Wunderbar. Und gleich nochmal hinterher. Sehr schön. Blitz hat anscheinend nicht viel gebracht, aber ich glaube, du kannst einmal Vitra einsetzen. Auf dich selbst. Okay, auf Berend müssen wir eh wechseln. Den Berend. Hau einmal den Schockschuss drin. Nicht so nah. So, und du, Cloud, du machst nochmal Vitra. Definitiv auf tiefer. Und wir machen mit Berend weiter. Schockschuss. Und jetzt knallt's. Kampfprogramm Phase 2. Jetzt bitte Herr Buster zeigen, was er wirklich kann. Ah ja? Ha. Aufladung initiiert. Gleich gibt es keinen Kopf mehr. Oh. Ich seh dich. Verdammt, okay. Knallt das rein. Hätte schief gehen können. Wir müssen gezielt okay. Vorgehen. Cloud kann aktuell nicht. Okay. Berend aber auch nicht. Und Tifa selber. Ah. Oh gut, wir probieren mit ihr nochmal Blitz. Auf den Airbuster. Okay. Ausgezeichnet, Fighter Zoo. Schockschuss nochmal. Sehr schön. Okay, Cloud, du machst einmal Vitra auf Tiefe. Sehr schön. Und du haust weiter rein. Nochmal Schockschuss hinterher. Hab was für dich. Okay, wir können, ich glaube, ich werde gleich Ifrit gleich beschwören. Was? Die Hände nerven. Okay. Macht sie unschädlich. Ah, einmal auf Cloud, bitte. Zieh dich zurück. So. Beschwören. Wir nehmen Ifrit. Ich glaube, der Schokobo bringt ja nicht viel. Tob dich aus. Sehr schön. Und trotzdem einmal tiefer. Sehr schön. Du wirst jetzt gerade mal Flammsturz nutzen. Auf den Airbuster. Keine Chance. Okay. Versuch doch nur diese Hände loszuwerden, Mensch. So, Cloud. Ne. Erstmal die Erstmal-Fähigkeiten. Nochmal Flammsturz. Auf den Airbuster. Wow. Okay. Wunderbar. Gut, Berend. Halt. Erstmal-Fähigkeiten. Flammstoß. Auch nochmal auf den Wasser. Boah, ich seh nix. Ja. Noch steh ich. Okay, Cloud. Du machst jetzt einmal auf Berend. Sehr schön. Gib nicht so schnell den Löffel ab, hört ihr? Okay. Der Erbaster soll doch zeigen können, was er drauf hat. Und du haust einmal auf den Erbaster an dein Limit. Jetzt dreh ich richtig auf. Und natürlich. Nein. Wir nehmen nochmal, bevor sie verschwindet, den Flammsturz. Sehr schön. Ich seh dich. Wie schmeckt dir das? Nein. Jetzt nicht die Phase wechseln. Geht jetzt über in die letzte Phase. Hoffentlich ist Ifrit jetzt nicht weg. Blickt euer Tod ins Angesicht. Er greift aus der Luft an. Jetzt vielleicht mehr. Du Anzug, Barrett. Kein Problem. Gib mir einfach etwas Rückendeckung. Wow. Das tut weh. Noch mehr. Wow. Okay, jetzt kommt erstmal Ifrit drin. Dann hau bitte ordentlich rein.
gut gemacht. Ah, das war jetzt nicht der Brüller, ehrlich gesagt. Gut, Schockschuss. Achtung, jetzt knallt! Bin bereit. Erzähl ihn! Wie schmeckt dir? Vergiss es! Jetzt! Stürzt euch auf ihn! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Erstmal klaut Masto Vidra auf dich selbst am besten. Ich geb nicht auf. Ich kann mich nicht. Ich leg los. Ja? Okay, Tifa, jetzt bist du erstmal dran. Haken dritt. Sehr schön. Gleich nochmal hinterher. Und nochmal. Haken dritt. Okay, er haut schon wieder ab. Ich übernehme. Roger, ich übernehme. Lasst mich mal machen. Ja. Jo. Danke, Barrett. Jetzt kenne ich keine Gnade mehr. Ich werde euch erbarmungslos zerquetschen. Dreckstück. Ich sehe dich. Er ist robuster, Junge. Okay. Es geht los. Ich kann ja leider nicht viel machen. Okay. Cloud kann nicht mehr, oder? Ah, doch, einmal geht noch. Ja. Dann heil bitte Barrett, der ist der Wichtigste hier. Kannst du das machen? Ich mach das. Nicht übertreiben. Und Barrett, jo, du hast auch noch Vidra, ne? Du gehst nochmal auf. Wir sind alle relativ heil. Aber du hast auch Bleeds, ne? Dann hau mal Rinder. Das könnte etwas kitzeln. Überlass das mir. Diese, okay. Komm mal wieder dichter ran, du kleines Kretumpfig. Dein Einsatz. Lass mich mal. So gleich wird dir geschrien, Boschmann. Das wird schon wieder. Okay, er wurde zwar gerade geheilt, wir hauen aber nochmal einen Vidra hinterher. Ja, das tut gut. Nicht so nah. Verzieh dich. Da geht noch was. Boah. Ich hasse diese Dinger. Okay, Schockschuss. Ein Barrett-Spezial. Das gilt für die wunderschönen Aufnahmen. Jetzt! Ich zähl auf dich! Okay, jetzt Hacken dritt. Hau rauf. Und gleich nochmal hinterher. Das muss man ausnutzen bei ihr, wegen dem Blitz. Aua! Das wird wehtun! Okay, hauen wir gleich ein Limit drauf. Bitte, auf den Airwasser. Okay, wir benutzen einmal Chakra. Kein Risiko eingehen. Das darf einfach nicht ich sein. Das. Okay, Cloud. Aber so langsam müssen wir Abschied nehmen. Seid versichert, dass die Aufzeichnung eurer Niederlage uns wertvolle Dienste leisten wird. Das glaubst aber auch nur du, mein Freund. Gleich geschafft! Greif mir zusammen, Mann! Ich bin bereit! Den jag ich in die Luft! Okay, Mutangriff. Verzieh dich! Ah. So wird das nichts. So eine Schande. Auf Onkel Ich hatte gehofft, ich krieg Cloud in Limit. War leider nicht so. Mama. Key, Schockschuss. Achtung, jetzt knallt's. Was für ein störrischer Schrotthaufen. Das kannst du mal los sagen. Verwundbar. Noch stehe ich. Wie schmeckt dir das? Ich hab nichts mehr zurück. Sehr schön. So, jetzt aber weg da. Ich krieg diesen Laden restlos leer. Da gehörst du nicht. Es geht weiter. Der lebt echt noch? Okay. Was? Jetzt. Wunderbar.
Robustes Ding, aber wir haben ihn. Okay, er war relativ langsam, das mit dem KI-Kern scheint funktioniert zu haben. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Kümmere dich um Tifa. Danke. Für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei. Klaus! Weg hier! Das war klar, dass die Seelsohlen das nicht halten. Also viel zu viel Gewicht drauf. Wirkt ja schon fast so, als wenn sie ihm helfen, ne? Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentrier dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also. Schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin... dein Herr und Gebieter. Hallo? Ganz sicher nicht. Komm, Cloud. Es gibt viel zu tun. Kapitel 8. Das Wiedersehen. Alles in Ordnung mit dir? Willkommen zurück. Na? Wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Ich bin Cloud. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Was? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Die Blumen sind hart im Nehmen. Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud, du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Oh, auch gut. Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber... das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. Okay, dockeli. Okay, alles klar, wir sind erstmal alleine. Aber hoffen wir mal, dass die anderen das geschafft haben. Bevor ich jetzt mit ihr rede. Geht gar nicht, ne? Ich dachte, ich kann mich hier vielleicht umgucken oder so. Es geht hier nicht weiter, ne? Nee. Kann mich aber auch nicht wirklich bewegen. Okay, dann reden wir erstmal mit ihr. Juhu! Na dann? Ich störe doch nicht, oder? Was zum Henker? Was sind das für mich, Bubi? Und wer bist du? Das ist... mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja.
Marco-Augen. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? Na, was für eine Bezahlung. Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wow. Tretet ja nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach. Hör mal, okay. Ihre Bodyguards sind immer noch wir. Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe. Dann erwarte auch keinen Dank von mir. Nimm das. Man kann natürlich so ein Angebot, ein Date, nicht ablehnen. Also tun wir mal unseren Job. Und du machst auch einen Abflug hier. Ich brauch keinen Mensch. Sehr schön. Hey! Schickt mal Verstärkung rüber! Und schon wieder? Trotzdem. Selber wehren kann er sich wohl nicht. Okay, Mutangriff. Es ist vorbei! Gleich nochmal hinterher. Dann sind wir denen auch wieder los und die anderen können nix. Gleich wieder. Lass endlich! So. Es ist aus. Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht, aber... Jetzt bin ich am Zug. Okay, er scheint ein bisschen mehr drauf zu haben. Unser Schönling, okay? Pass auf! Okay, wir probieren mal Impulshieb, der scheint schnell zu sein. Das war knapp! Eine Lücke! Und nochmal, Impulshieb. Aber wie soll ich denn den treffen? Immer mehr der Ruhe hier, ja? So wird das aber nix. Der ist ja blöd schnell, der Gute. Und ich dachte, außer seinen Schickimicki-Designer-Anzug durch die Gegend tragen kann er nix. Es wird heiß. Okay. Dann gucken wir mal. Okay. Hat unser Bodyguard etwa Angst gekriegt? Sieh an! So treffe ich ihn auch wieder, ne? Etwas überschätzt. Okay, Magie, Vidra. Erstmal sich selber heilen. Wäre ganz gut. Jetzt erst recht. Komm schon. Was ist denn... Für dich. Ha. Na hier. Verdammt! Ich muss ihn angreifen. Feuer. Dafür brauche ich aber erstmal. Jetzt zieh dich nicht so. Dann los. Ja, du triffst den so nicht. Okay. Na. Alter, jetzt räuchert es hier. Hier, schnall den Feuer um die Ohren. Feuer! Glückstreffer! Ja. Den muss man doch irgendwie treffen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, Vitro-Eimer. So gehen wir über die Magiepunkte aus. Ich gebe nicht auf. Dann los, Kinderspiel. Okay, wenn er seinen Blitz macht, muss ich definitiv angreifen. Sonst stress ihn nicht. Aber jetzt reicht es. Feuer. Feuer frei. Ja.
Beide Hände! Hey, der Typ ist wirklich schnell. Ah. Warum muss ich jetzt echt einen Aether verschwenden? Wen nicht? Vielleicht kriegen wir es hin mit Schwertsturm. Mal probieren. Na. Das kann zerknacken. Mist, jetzt komm her! Okay, nützt vor alles nichts. Ich werde wohl gleich mal. Echt? Jetzt haben wir dich, Schlanger. Okay. Oh, oh. Okay, einmal. Ich muss leider einen Aether verschwenden. Ah. Okay, einmal. Wir müssen uns noch einmal heilen. Das nützt alles nichts. Das sollte reichen. Bin so frei. Der ist ja schlimmer als ein Zephyr. Bastard! So, jetzt aber gleich ein Schwertsturm hinterher. Das sollte reichen. Das war knapp. Geht doch. Das Spiel ist aus. So, jetzt kriegst du ein Limit reingedrückt, mein Freund. Hab die Faxen. Dicke! Wieso kriegt er? Du bist ziemlich hartnäckig. Aber als Profi habe ich Spaß. An was? All meinen Aufträgen. Lass uns etwas Spaß zusammen haben. Echt jetzt? Hier bin ich, Idiot. Okay, dann probieren wir nochmal. Schwertsturm. Oder auch nicht? Ja, hallo! Jetzt komm ich! Ist der Typ die Beste? Dann los! Hast du etwa keinen Spaß? Hier bin ich, Idiot! Jetzt komm ich! Der Typ ist hier rein zerpisst. So langsam! Etwas näher! Oder hast du plötzlich Schiss gekriegt? Nein. Aber ein bisschen Heilung kann nicht schaden. Kinderspiel! Na gut, das hat jetzt nicht viel gebracht. Hier bin ich, Idiot! Das Ding da muss weg, das nützt alles nichts. Was? So viel für dich, Soldat! So. Der Typ ist bloß nicht den Schwanz ein! Der Typ ist echt die reinste Pest! Kein Problem! Was? Jetzt komm ich! Vita! Okay. Wie wär's mit Nachschlag? Nein! Los! Ja! Regnet nicht auf meine Blumen! Hab viel kleine Aufmerksamkeit für dich! Und der Typ nicht so schnell wäre, ne? So langsam! Nimm das! Okay. Ich kann nicht die ganze Zeit meine Magiepunkte rausballern. Kinderspiel! Das geht nicht. Ich werde wohl gezwungenermaßen. Probieren wir mal super Tränke. Alles im Griff. Für dich! Probieren wir mal noch einen. Mist. Diese Minen, die müssen auf jeden Fall weg. Alter. Wie willst du den Typen kriegen? Verdammt! Da bleibt echt nur, wirklich, andere Chance hat man hier nicht. Und selbst da, okay. Selbst dazu kommt man nicht. Da! Oh, nee, schon wieder.
Ja, hallo! Ich habe gerade... Darf jetzt nicht schlapp machen. Okay, Super Trink. Und weiter. Echt gut. Jetzt habe ich richtig Spaß. Der Typ ist so blitzschnell. Kinderspiel. Bis hier und nicht weiter. Ich krieg den ja nicht mal ausgewichen. Okay. Junge, bleib mal stehen hier. So. Nochmal. Endlich kriegen wir dich mal zu fassen, mein Freund. Mutangriff kann ich wohl knicken, dafür ist er zu schnell. Ja. Okay. Scherz mit Nachschlag. Nicht schon wieder, du nervst. Glückstreffer. Hallo, Bo! Ihr tretet auf die Blumen! Ja, tut mir doch leid, Mensch! Sag das dem da! Alter! Schluss jetzt! Das kannst du aber laut sagen! Alles im Griff! Kannst gleich nochmal unten hinterher kippen, mein Freund! Hier, hau dich dicht damit! Okay! Wie gefällt dir das? Überhaupt nicht. Drück dir jetzt ein Limit um die Ohren. Es reicht es. Irgendwelche letzten Worte? Ja, verdammt! Endlich! Mai. Die Schwierigkeit ist gerade bei dem, du triffst den nicht. Ist das so blitzschnell? Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Was zum... Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst. Ja, Prinz Schönling. Dieses Mal. Greifen Sie uns gar nicht an. Hey, aufwachen! Los. Okay. Warte mal. Ich komme hier nicht so weit an. Sie geht die Treppe hoch. Ich komme hier nicht so hin. Lass mich da liegt eine. Ich will. Der lässt mich da nicht hin. Da liegt eine Materie. Okay, dann werde ich wohl erstmal diese Bademäntel hier loswerden müssen. Was soll das werden? Okay, und Alter, was für ein Zäpfchen. Hast recht. Durch das Loch dort. Durch welches Loch? Ich sehe ja nix. Okay. Es hat mich beschützt. Beeilung. Ja. Habe ich gesehen, ja, aber ich habe auch keine Lust, was Zäpfchen uns wieder einholt. Ich habe keine Lust mehr, gegen Zäpfchen zu kämpfen. Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Dort oben! Hey, alles okay? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt! Ja, aber... Wenn ich den abtrenne... Ah, okay.
Okay, warte mal. Erstmal sollten wir vielleicht ihr helfen, bevor ich hier flüchten gehe. Was anderes ist hier nett. Sollte gehen. Was soll das werden? Wir kommen nicht ran! Was ist okay. Magie? Okay, die Steuerung ist hier etwas... Geh mal... Nein, die Richtung. Die Steuerung ist hier wirklich etwas... Okay, da kommen wir gar nicht weiter. Ah, ich muss da lang. Fürs die. Das ist sehr schön. Er dreht sich immer so komisch hier. Gehen jetzt so lang. Aber warte mal, bevor ich jetzt dahin kletter. Nicht, dass ich hier was übersehe, da war nichts oder so, ne? Hätte ja sein können, dass hier irgendwo eine Kiste steht oder so. Ich sehe aber persönlich nichts. Okay. Okay, muss sie wahrscheinlich alle abtrennen, ne? Da drüben! Hey! Lauf! Hier lang, jo. Hier lang! Jo, ich bin da. Ich dachte, ich sollte hier noch was runterschmeißen. Alter, können die doch mal ihre Wumme einstecken? Das gibt Löcher im Popo. Diese Kletterei ist grausam. Okay. So, lass los. Danke. Vielen Dank. Verschwinden wir. Jo, besser wird das. Klaus, hilf mir mal. Jo, machen wir. Wo kann ich sagen? So, den können wir jetzt hier hin. Sehr schön. Lass uns heraus. Sie sind aufs Dach geflohen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab. Was? Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua. Tut das weh? Aha. Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Ich würde eher sagen, Cloud ist leicht für ihn. Das passt besser zu ihm. Auf jeden Fall ist unser Prinz Schönling auch noch ein Weichei. Warte mal, war da nicht was? Wir kommen hier nicht rüber, ne? Oder? Ne. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Hier haben wir noch eine Truhe. Sehr schön. Ein Wachmacher. Okay. Das hilft auf jeden Fall gegen Schlaf, da bin ich mir sicher. Dort drüben. Schnell, bevor sie uns einholen. Hier sollen wir rüber? Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Warte mal. Laut. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Warte mal. Ne, hier kommen wir nicht lang. Okay. Oder? Ne. Laut Minimap sah das aus, als wenn da noch was ist. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall weiter. Ich kann die Kamera hier gerade nicht drehen. Die schleichen sich raus. Unser Prinz Schönling hat Schmerzen. Sie sind einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Ne, liegt ja nichts weiter. Okay. Denn mal raus hier. Und schon sind wir in den Slums. Diesmal bloß Sektor 5. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Alles klärchen. Denn, kurz auf die Karte gucken. Ach du Heilige. Das ist jetzt die Kirche hier, dann müssen wir hier wohl... So wie das aussieht, gibt es hier später auch mal ein Wäschchen. Aber wir müssen wohl erstmal hier, da, so zickzack. Da, oh, hauha. Okay. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Alles ist ein Klärchen. Ja, die Aufträge hatten wir ja abgeschlossen.
Schön, okay. Jetzt wollen wir trotzdem mal was gucken. Wir sind ja aktuell alleine. Waffenstufe 3. Ja gut, ich muss noch mal den anderen gucken. Die haben natürlich ihre Materie noch drin, bloß so leveln sie nicht. Aber ich weiß halt auch nicht, was jetzt kommt. Das werden wir feststellen. Weiter geht's aber in der nächsten Folge. Tetebe, vor heute am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. To do, could somebody